Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zum Motorsportmanager. Der Grand Prix vom Schwarzen Meer steht an und wir können jetzt damit anfangen, unsere Autos einzustellen. Im Training haben wir gewisses Wissen gesammelt, welches wir natürlich für uns verwenden können, wie zum Beispiel hier den Renntrim und Motorenexperte. Das können wir für Ines Santa Ana bestätigen. Und dann haben wir noch den Renntrim. Ja, und du kriegst nur den Renntrim hin. Gut, dann können wir das Auto nochmal nachkonfigurieren. Und ich würde fast sagen, dass wir die Einstellung für Spoiler und für die Beschleunigung von Katies Auto nehmen, dementsprechend von William Evans. Weil da haben wir ja relativ was gut gemacht. 15,5, 25,3. Nun gut. 15,5 und 25,3. Nun gut. Weiter. Was hattest du hier? 18,6 und minus 0,4. Da werden wir nochmal nachjustieren. Jetzt habe ich komplett vergessen. Minus 0,4. Und 18 irgendetwas. 18,6, oder? Hm. 18,6, genau. 44 und 31. So, jetzt müssen wir uns nur noch irgendwie um das Übersteuern kümmern. Weil diese Ergebnisse waren ja beide schlecht. Naja, eigentlich okay. Moment, behalten wir mal diese Einstellung bei. Das war 0,4. Ne, Moment, 0,4 sind hier. Und wie war es bei dir? Das war bei dir schlecht oder auch nur okay? Okay. Können wir da irgendwas machen? Vielleicht etwas mehr übersteuern? Ich glaube, wir lassen die Einstellung einfach mal so fürs Rennen. Wir werden das Rennen mit ganz weichen Reifen beginnen. Sehr gut. Natürlich vollgetankt. Und dasselbe dann auch bei dir. Reifenwahl und Treibstoff ist in Ordnung. Weiter. Nun gut, jetzt beginnen wir noch mit der Fahrerstrategie, so wie die anfangen sollen. Und ich würde mal sagen, wir öffnen hier mal angreifend mit Überholen. So. Der Fahrstil, der gibt an, wie schnell sich die Reifen abnutzen werden. Und der Motormodi gibt den Spritverbrauch an. Wir sollten, da wir relativ schlechte Teile haben, aber auch nicht durchgehend auf Vollgas fahren, weil es durchaus passieren könnte, dass uns das Auto auseinanderfällt. Aber für einen Start sollte es okay sein, wenn wir hier auf volle Pulle gehen. Dann würde ich mal sagen, go. Lang genug gequatscht. William Evans startet von der Pole, da er 20. im Gesamt Feld ist und Santa Anna startet auf dem 12. Platz. Mal gucken, wie das ausgeht. Weiter. Jetzt beginnt das Rennen. Da sieht man auch die Strategien von den anderen Autos. Die schalten jetzt natürlich alle auf volle Pulle und Evans hat bereits einen Platz verloren. Der Typ ist alles andere als gut. Fahren immer noch alle volle Pulle. Und da wir auf den Reifen so lange wie möglich fahren wollen, sollten wir schon mal anfangen, hier zurückzuschalten. Und Santa Anna hat einen Platz verloren und wieder dazu gewonnen. Und sie ist hier in der Hauptpulk. Oh. Kam schalten wir bei Evans zurück, verliert direkt einen Platz. Aber er wird noch bis ganz hinten rund durchgereicht. Unser Auto ist einfach nicht konkurrenzfähig. Und ja. Er hat eh schon Probleme bei dem ganzen Zeug.
Yep, die anderen sind schon alle so weit runtergegangen, um Reifen zu schonen, also schonen wir auch Reifen. Evans verliert Platz um Platz. Santa Anna kämpft nach wie vor um ihren 12. Platz. Oh, und da hat schon einer ein Problem. Der direkt an die Boxen muss. Das verschafft uns ein bisschen Zeit und mit etwas Glück werden wir so nicht Letzter. Oh, Santa Anna holt auf. Unsere Reifen, die verpuffen ja nichts. Und da vor uns muss auch einer in die Box. Ist doch schön. Wir könnten mal zwischenzeitlich mal den Zustand unserer Autos überprüfen. Das sieht soweit alles gut aus. So, Evans, fahr mal ein bisschen neutraler. Genau, der fährt jetzt an die Box. Und du solltest deine Reifen auch ein bisschen schonen. Sprit darfst du noch aufgedreht lassen. Und ich würde Malfka sagen, dass du deinen Teamkollegen durchlässt, wenn es soweit ist. Allzu viel Vorsprung hast du zwar nicht mehr, aber passt schon. Und ja, du verbrauchst deine Reifen ziemlich zügig. Du wirst in der nächsten Runde an die Box müssen. Ich gehe mal stark davon aus. Dein Auto sieht aber noch gut aus. Weißt du was? Greif mal ein bisschen an. Geh dann wieder auf neutral. Und du fährst wieder dein Rennen. Verlierst einen Platz nach dem anderen, aber das war mir klar. Du bist ein relativ schlechter Fahrer und gehst dann direkt in die Box. Das Wetter sieht gut aus. Und ich glaube, ich gebe dir ein bisschen eine härtere Mischung, damit du ein bisschen länger durchhältst. Auftanken müssen wir dich leider auch. Teile sind noch alle in Ordnung, das freut mich. Und wir versuchen einen schnellen Boxenstopp. Go. Santa Anna bleibt währenddessen noch draußen. Und kämpft hier nach wie vor um den 10. Platz. Und gerade da fällt mir gerade auf, vielleicht könnte man ein bisschen mehr Dampf machen. Oh, 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 oh. Fahr mal ein bisschen aggressiver. Wobei, Dreifuß wird vor dir an die Boxen müssen. Von daher kannst du an sich auch die Reifen wieder schonen. Und du bleibst schonend mit deinen Reifen. Oh, das ist ein sehr langer Boxenstopp. Wobei, 8,1 Sekunden ist eigentlich in Ordnung. Und Santa Anna verteidigt wunderbar ihre 10. Position. Das freut mich. Nun gut. Wann fahren die anderen an die Box? Der 17. ist an der Box und ist jetzt 18. geworden. Und Santa Anna macht anscheinend Druck, obwohl sie reifenschonend fährt. Na komm, schaffst du noch eine Runde? Ja, ich weiß, dass du gerne neue Reifen willst. Oh, die Nummer... Also, unser Verfolger geht an die Box. Das sollten wir daher mal ausnutzen und auch an die Box gehen. Geben wir dir mal härtere Reifen, damit du länger draußen bleiben kannst. Betanken dich neu. Und dann überprüfen wir mal deinen Teilzustand. Ja, das Getriebe und die Aufhängung nutzt sich langsam ab. Sollten wir vielleicht nicht mehr ganz so viel Gas geben. Und weißt du was? Da du gerade in die Box reinfährst, kannst du nochmal alles aus den Reifen rausholen. Natürlich verlierst du jetzt Plätze, das war klar. Evans ist mittlerweile auf den 19. Platz zurückgefallen. Und wir hatten einen relativ guten Boxenstopp. So, die vor uns müssen alle noch an die Box, wie es aussieht. Yep. Da könnte man wieder Plätze gut machen. Dementsprechend bleibst du erstmal auf dem Gaspedal. Yep, der erste geht an die Box. Oh, der ist schon beim Überrunden, wie es aussieht. Der zweite ist an der Box. Ich sollte eigentlich nach Namen gehen, statt nach den Positionen, weil die wechseln sich ja die ganze Zeit ab.
So, es wird Zeit, wieder ein bisschen Reifenschonender zu fahren. Und vielleicht die Spritmenge runterdrehen. Oh, das war wirklich ein... Nee, 16. bist du wieder. Du gehst mal bitte mit dem Sprit auch ein bisschen runter, damit wir noch ein paar Runden hinkommen. Weil 10 Runden sind ja schnell aufgebraucht. Aktuell sind wir immer noch in der Zielvorgabe von unserem Sponsor. Oh, das war jetzt nervig, dass wir diesen Platz hier eingebüßt haben gegen Melo. Naja, aber er hat die schnelleren Reifen. Weißt du was? Gib mal wieder ein bisschen Gas. Diesen Melo werden wir uns noch holen. Und du fährst da hinten auf dem 20. Platz einfach dein Rennen. In der Hoffnung, dass noch jemand ausscheidet und du damit vielleicht noch einen Platz gut machst. Wäre eventuell nützlich. Dreh mal ein bisschen auf. Ein paar der Gegner fahren spritsparend. Finde ich ja sehr nett von denen. Ja, aber du hast noch Sprit für 11 Runden. Das sollte soweit hinlangen. Wir können natürlich auch zum ersten rüber wechseln und gucken, was der so treibt. Und der ist auf dem Überrundungskurs. Santana ist auf den 14. Platz vorgerückt. Das ist gut. Jetzt gilt es, diesen zu verteidigen. Oder war es die ganze Zeit schon auf dem 14.? Ich bin mir nicht so sicher. Was sagen die Teile? Oh. Ja, jetzt rächt sich es schon mal, dass wir hier wirklich mit sehr viel Power gefahren sind. Sonst geht das Getriebe langsam auseinander. Und damit verlieren wir auch Plätze. Nun gut, sieht so aus, als müssten wir bald reinfahren und es reparieren, also. Schalt mal den Sprit ein bisschen runter. Schaut dein Auto aus. Es hält deutlich besser, weil wir halt mit weniger Einsatz gefahren sind, aber dafür bist du halt nur 19. Klingt vielleicht komisch, ist aber so. Und du musst gleich wieder an die Box. Ich würde mal sagen, in der nächsten Runde fährst du an die Box. Dann gehst du mir nochmal mit. Wie viele Runden haben wir denn noch? Eine ganze Menge. Ich glaube, du bleibst auf den Weichen. Super weich ist noch nicht nötig. Dann betanken wir dich neu. Sollten wir eventuell was reparieren. Na komm, wir reparieren mal vorsichtshalber die Bremse. Sind ja nur 21 Sekunden. Weil wenn es schlimmer wird, dann dauert es umso länger. Weiter. 21 Sekunden. Schnell. Gut. Zurück zu Santa Anna. Ich glaube, wir holen dich schon in dieser Runde an die Box. Moment, was machen deine Verfolger? Du gehst nicht an die Box? Du auch nicht. An sich müsstest du noch eine Runde länger draußen bleiben. Oh, jetzt bist du schon 14. Ja, ich glaube, gleich werden wir das Rennen verlieren. Weil Santa Annas Auto auseinanderfliegt. Sprit für 4,7 Runden. Und ja, du musst an die Box. Bleib bitte nochmal auf den weichen Reifen. Sprit muss nachgetankt werden. Ja, am besten voll. Weil es sind ja noch 25 Runden zu fahren. Teilzustand. Oh. Das kostet. Nun gut, aber wir haben keine andere Wahl. Wenn es jetzt die letzten Runden wären, würde ich sie nochmal durchfahren lassen, aber naja.
So geht's halt natürlich nicht. Und da ist unser vorzeitiger Boxenstopp, weil eine Runde hätten wir noch draußen bleiben müssen. Und da sehen wir, wie das Getriebe repariert wird. Das dauert. Und wir verlieren Plätze deswegen. Beim Reifenwechseln ist irgendetwas schief gegangen, weil dafür wurde das Getriebe relativ zügig repariert. Und jetzt jagen wir den 18. Und weißt du was? Welche Einstellung hat denn der 18.? Er fährt reifenschonend. Sollten wir eventuell auch mal ein bisschen runterschalten. Vielleicht kommen wir so ins Ziel. Und du kannst auch durchgehend runterschalten, weil das bringt dir an sich nichts mehr. Desto länger wir das Auto jetzt schonen, umso mehr Reserven haben wir dann für den Endspurt. Aber es wird schwierig sein, nochmal auf den 18. Platz vorzurücken. Wenn jetzt nicht gleich irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wie zum Beispiel ein Unfall mit Safety-Car-Phase. Aber gut, bei einem kürzeren Rennen hätte es uns vielleicht gelungen, ein paar Punkte zu holen. Beziehungsweise den 16. Platz. Aber bei der langen Session sind halt nicht ganz so variabel. Und der 6. Platzierte hat irgendwelche Probleme. Na super, jetzt sind wir im Überrundungspulk. Beziehungsweise wir werden jetzt vom gesamten Feld überrundet. Nicht gut. Der 14. ist so weit vorne. Der 16. und der 17. nicht bald an die Box fahren, bekommen wir Probleme. Was sind dazu die Rundenzeiten? Na komm, dreh mal den Sprit ein bisschen auf, weil einen Boxenstopp müssen wir noch machen. Du hast nicht wirklich deinen Motor verheizt. Wie schaut's mit deinem Motor aus? Der ist noch top. Aber dafür macht's deine Aufhängung nicht mehr lange. Na komm, hol auch ein bisschen was aus den Reifen raus. Dich jetzt an die Box zu holen. Oh, guck mal, wir haben einen Platz gut gemacht. Sehr schön. Gegen ein Dragon Racing Team. Der uns aber noch an der Backe hängt. Mal gucken, ob wir diesen Platz vielleicht noch ein bisschen ausbauen können. Der 17. ist ja wirklich sehr weit voraus. Und für einen Boxenstopp ist es bei dir noch wirklich sehr früh. Na komm, verfahr mal den Sprit. Alle fahren ein bisschen schonender, nur wir geben da hinten ein bisschen Gas. Um von Schuh nicht wieder überholt zu werden. Oh. Das ist passiert. Na komm, Santa Ana, hol ihn dir zurück. Komm schon. Er hat immerhin schlechtere Reifen. Na komm, greif ihn nochmal richtig an. Ja. Einige deiner Teile lassen nach. Die Aufhängung zum Beispiel. War aber zu erwarten. Mit unserem Auto. Habe ich schon erwähnt, dass es absoluter Müll ist, unser Auto? Ja gut. Damit du zumindest noch 20. wirst, sollten wir dich doch an die Box holen. Wetter sieht noch gut aus. Es sind noch 15 Runden. Nun gut. Tanken wir bei dir für 15 Runden auf. Na komm, nimm ein paar Reserven mit. Teilzustand. Eieieiei. Kannst du von mir aus ausgewogen machen, damit da nicht noch was kaputt geht. Und go. Nee, bei diesem Grand Prix holen wir keinen Blumentopf mehr. Oh, Chu fährt in dieser Runde an die Box. Na komm, jetzt häng ihn aber ab.
Van Dembele kommen wir höchstwahrscheinlich nicht mehr ran. Vor allem, weil wir jetzt selber in die Boxen müssen. Weißt du was? Fahr in die Box. Hol dir einen frischen Satz Reifen ab. 13 Runden. Es wäre gewagt. Aber wir wagen es mal. Dann bekommst du Sprit für 14 Runden. Dann müssen wir uns wohl oder übel das hier angucken. Nun gut. Da hast du deine Plätze wieder verloren, die du vorhin gut gemacht hast. Na komm, fahren wir jetzt ein bisschen schonender, damit wir auf den Reifen noch bis ins Ziel kommen. Ja gut, du hast reichlich Benzin, also dreh auf. Jep, dreh auf. Aber fahr Reifen schonend. Vielleicht ist da noch was zu machen. Wenn beim 18. irgendwas Unvorhergesehenes passiert wäre, das wäre schön. So, er fährt jetzt reifenschonend. Weil er weiß, dass er mit diesen Reifen durchfahren muss. Und Santa Ana wird aufgehalten von den ganzen Überrundern. Weißt du, der kommt hier in den blauen Flaggenbereich und fällt dann wieder zurück. Drei Boxenstops hatten wir mittlerweile alle. Ja, ich glaube, Dembele muss noch an die Box. 16. Wo ist denn der? Ja, ich meine sie. Sie ist direkt hinter uns. Jagt den 4. zu weit vorne. Jep. Da hat uns die Zuverlässigkeit unserer Teile das Rennen gekostet. Wird wirklich Zeit, dass wir sehr schnell hier alles verbessern, damit wir wieder auf Touren kommen. Und eventuell, dass wir mal die Pole Position halten können. Oh, Dembele muss jetzt an die Box. Oh, Santa Ana, deine Reifen verbrennen ja sehr schnell. 6 Runden noch. Könnte hinhauen. Und du hast wieder ein Malheur. Mit der Bremse, aber... Ja... Nee, versuch darauf durchzufahren. Und weißt du was? Gib nochmal Vollgas. Und ich glaube, allzu lange fett kannst du auch nicht mehr fahren. Guck mal, du hängst jetzt schon am 16. dran. Keine Sorge, Anna. Das wird schon. Oh, wir sind 17. Na komm, den Schuh noch. Komm schon, komm schon. Hol alles raus. Ich glaube, die an ihren Autos sind auch nicht mehr so top. Na komm schon, setz dich zumindest vor den 16. Sieht gut aus. Du hast noch Sprit für 5 Runden. Du noch 4. Oh, Sprit müssen wir zurückdrehen. Ja, mehr war da nicht mehr möglich. Oh, mit dem Sprit wird das wirklich sehr knapp. Und die Reifen sind auch ziemlich durch. Aber hey, wir werden nicht 19. wenn es so weitergeht. Oder, bist du Rogers? Ja, verdammt. Moment, pausieren wir das Ganze mal. Ja, er hat frische Reifen. Und mehr Sprit als wir. Ach ja je, nur weil ich jetzt volle Pulle gefahren bin, kostet es mich das Rennen. Du solltest definitiv deinen Spritverbrauch auch minimieren, du holst ja eh nichts mehr.
Ja, und da sind wir wieder 18. Oder der 19. Tang, vielleicht kommt er nicht mit ran. Wieder 17. Moment. Wo ist ein Tank hin? Achso, Chu ist zurückgefallen. Warum das denn? Und wir haben nur noch Sprit für 1,7 Runden. Wird knapp. Reifen sind auf 5% runter. 4%. Oh nein. Yep. Ich werde nochmal in die Box gemusst. Reifen sind durch. Ja, wären wir ein bisschen reifenschonender gefahren auf die letzten Runden. Wären wir vielleicht nicht 19. geworden. Nun gut. Ich versuche das Rennen so zu Ende zu fahren. Das geht voll und ganz auf meine Kappe. Also im nächsten Rennen heißt es, die ganze Zeit schonend fahren, damit wir noch irgendwie Punkte holen können. Da bin ich wirklich zu lange zu offensiv gefahren. So, Evans ist schon an der Box. Und Santa Ana muss noch zu Ende fahren. Yay. Ach ja, dieses erste Rennen habe ich wunderbar versaut. Mein ersten Run hat mir das Tutorial des ersten Rennen versaut. Nun gut. Weiter. Das haken wir jetzt erstmal schnell ab. Denn bis zum nächsten Rennen haben wir bessere Teile. Meine Strategie ist ja soweit aufgegangen. Das Problem war halt nur die Teileabnutzung und dass wir viel zu lange Vollgas gefahren sind. Jo, daran wird's liegen. Daran können wir arbeiten. Dann wird alles wieder besser. Da können wir uns die Reifenauswahl sämtlicher Teams angucken. Kommentarfeed, der eher uninteressant ist. Und da ist so ziemlich jedem in der letzten Runde der Sprit ausgegangen. Uns halt nur allzu früh. Naja. Platzierung. Das bedeutet, wir starten im nächsten Rennen von der Pole und vom zweiten Platz. Das müssen wir nutzen. Immerhin 3 Punkte für uns. Oh, guckt euch das mal an. Ah ne, Durchfahrtsstraße. Durchfahrtsstrafe. Deswegen ist er so weit zurückgefallen. Und dann wurde er von Bao Tang nochmal durchgelassen. Und William Evans hat 2 Runden verloren. Ne, 4 sogar. Eieieiei. Nun gut, wir brauchen dringend ein besseres Auto. Jetzt wird die Fahrzeugüberprüfung durchgeführt, aber da müssen wir nichts befürchten, da wir keine illegalen Teile verbaut haben. Und weiter. Hier nochmal die Übersicht. Andres Sabado wurde zurückversetzt. Nick Chu seine Durchfahrtsstraße. Was mich jetzt am meisten hier stört, ist, dass das Ding hier automatisch runterscrollt. Kannst du nicht da oben bleiben? Doch, kannst du. Nun gut, weiter. Die Fahrermeisterschaft. Das wird schon. Daran müssen wir nur arbeiten. Und Predator Racing Group. 3 Punkte, Konstrukteursmeisterschaft. Passt schon. Nein, wir brauchen einen besseren Fahrer als William Evans. Naja, Edda Jons Dotter. Leben im Cockpit. Naja, weiter. Müssen wir uns jetzt nicht alles durchlesen. Nun gut, jetzt kommt gleich die Abrechnung für unsere Fahrer, was sie an Erfahrung gesammelt haben. Wenn sein Feedbackwert nicht so gering wäre, dann könnte er selber das Training fahren. Weiter. Da ist das, was wir verdient haben in diesen Rennen. Immerhin 788.000. Besser als gar nichts. Und ja, da sieht man nochmal alles im Überblick. Wir sind ganz weit unten. Im Moment, das ist die Formel 1, die World Motorsport. Ja, Originalnamen gibt es leider keine, aber die braucht man auch nicht wirklich. Und da ist der Asia-Pazifik Supercup.
eher uninteressant für uns. Und da ist die European Racing Series. Da müssen wir uns wirklich heranhalten, dass wir hier vielleicht mal ein paar Pünktchen holen. So, weiter. Nun gut, meine Freunde, aber ich würde mal sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.